1945 machten die Russen Gorschow dem Erdboden gleich, als sie versuchten, Berlin einzunehmen. Nach dem Krieg wurde Gorschow dann im kommunistischen Stil wieder aufgebaut. Die Stadt ist ein Zentrum der Hooligan-Szene, deren Mitglieder einen furchteinflößenden Ruf haben. Und das nicht nur bei Fußballspielen. Ich möchte herausfinden, warum sie überhaupt kämpfen und warum es dem Staat nicht gelingt, die Szene unter Kontrolle zu bringen. Ein Mann namens Tomek hat Kontakte zu den Steelon Fighters und könnte mich den Männern vorstellen. Doch unsere Anwesenheit hat bereits jetzt für Probleme gesorgt. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich habe die Jungs begrüßt, die hier immer abhängen. Sie wussten schon, dass wir einen Film machen und plötzlich gingen sie auf mich los. Dabei habe ich gar nichts getan. Du wurdest also wegen uns verprügelt? Nein, nicht wegen euch. Aber vielleicht waren sie sauer, weil sie in dem Film nicht vorkommen. In den letzten Jahren war Steelon berüchtigt für die Hooligan-Szene. Und nun denken die Jungs, dass sie über dem Gesetz stehen. Steelon Gorschow mag zwar nur ein Verein in der dritten Liga sein, aber die Hooligans spielen ganz vorn mit. Sie zu treffen war einfach, denn sie wussten bereits exakt, wo wir uns aufhalten. Seit wann lebst du hier? Halt ja dein Maul! Hier wird nicht gefilmt. Haut ab mit der Kamera oder ihr werdet es bereuen. Da unser Team ernsthaft bedroht wird, können wir nicht weiterdrehen. Runter mit der Kamera, verdammt. Es ging plötzlich los und die Jungs haben uns deutlich spüren lassen, dass wir hier nicht willkommen sind. Auf einmal hat einer begonnen zu schubsen und dann kam gleich noch einer. Offensichtlich arbeiten diese Gangs genau so, denn plötzlich waren da 12 oder 15 von ihnen. Das waren die Steelon Fighters, die Hooligans des lokalen Fußballclubs. Wir dachten, dass wir uns hier frei bewegen können, weil Tomek uns begleitet. Aber wir haben sie wohl verärgert und müssen jetzt verschwinden. Die Steelon Fighters wollen, dass wir aufhören zu filmen. Aber so leicht geben wir nicht auf. Yes, mate. Wir haben herausgefunden, dass es in Gorschow mehrere Gangs dieser Art gibt, von denen einige auch mit den Steelon Fighters in Verbindung stehen. Wir fahren ans andere Ende der Stadt zu einer Neonazi-Gang, die mit den Hooligans zusammenarbeitet. Der Mann, den ich treffen soll, heißt Python. Und er hat noch einen Zwillingsbruder, Python 2. Das hier sind ihre White Power Zeichen. That's your White Power sign. Diese Gang ist nur eine von vielen faschistischen Organisationen in Polen. Die Männer unterstützen die Steelon Fighters, aber sie haben eine andere politische Einstellung. Python, warum glaubst du an diese Ideologie? Warum wolltest du so sein, wie du jetzt bist? Ich konnte andere Rassen noch nie leiden. Ich mag es nicht, wenn ich zum Beispiel einen Schwarzen auf der Straße sehe. Sie sind zu neugierig und ich hasse sie. Deshalb bin ich Skinhead geworden. Ich habe hier noch keine Schwarzen gesehen. Warum magst du sie nicht? Ich hasse einfach andere Rassen, allein schon wegen ihrer Hautfarbe. Schwarze sollten wissen, wo sie hingehören. Hast du Juden auch? Ja,
Die sind auch viel zu neugierig. Und sie haben nicht einmal ihr eigenes Land. Aber in Polen gab es viele Konzentrationslager. Es waren zu wenige. Es wurden also nicht genug vergast. Ihr habt Verbindungen zu Hooligans. Seid ihr bei ihren Kämpfen dabei? Ja, manchmal verhalten wir uns wie Hooligans. Wir gehen auch manchmal zu organisierten Schlägereien. Da sind wir richtig gut. Wir haben uns in ganz Polen einen Namen gemacht. Bei den Spielen sind wir gefürchtet. Wir lieben den Adrenalinschub. Es ist unser Hobby. Das Kunstfaserwerk Stilon wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut und war früher der Hauptarbeitgeber der Stadt. Derzeit sind rund 20% der Bevölkerung arbeitslos. Seit dem Zusammenbruch der kommunistischen Regierung gibt es immer mehr rechtsextreme Gruppierungen in Polen. Ich habe die zweifelhafte Ehre, an einem Neonazi-Treffen in einem lokalen Pub teilzunehmen. Die Verbreitung von nationalsozialistischen Inhalten ist in Polen verboten. Doch fast jeder trägt ein T-Shirt mit der Zahl 88. Der achte Buchstabe im Alphabet ist H. 88 steht also für Heil Hitler. Vorhin ist ein schwarzes Mädchen mit einem weißen Mann reingekommen und sie wurden rausgeschmissen. Ist das hier die Regel? Ja, wir wollen keine andere Rasse in unserer Bar sehen. Hier darf niemand außer uns rein. Die meisten Mitglieder der Gang sind arbeitslos. Einige von ihnen arbeiten ab und zu als Rausschmeißer in einer Disco. Doch anscheinend gehen sie dieser Beschäftigung auch in ihrer Freizeit nach. Die Geschichte hat gezeigt, dass rechtsextreme Strömungen immer in wirtschaftlichen Krisenzeiten auftauchen. Trotz der Vergangenheit dieses Landes erlebt der Nationalsozialismus einen Aufschwung. Diese Ideologie macht es den Neonazis leicht, andere für ihre eigene ausweglose Lage verantwortlich zu machen und auf Schwächere loszugehen. Gestern habe ich einen Abend mit den Neonazis verbracht. Irgendwie scheinen sie mich zu mögen, denn die Python-Brüder haben mich zum Tee eingeladen. In dieser winzigen Drei-Zimmer-Wohnung leben drei Generationen auf engstem Raum zusammen. Fünf Erwachsene, ein Baby und ein Hund. Hallo. Ja, danke. Dein Telefon. War das gerade Sieg Heil? Dein Klingelton ist eine Rede von Hitler. Ja. Hier haben wir noch ein Hakenkreuz und eine SS-Armbinde. Und hier einen Löffel mit dem Wehrmacht-Symbol. Und das ist eure Mutter. Sind Sie stolz auf Ihre Zwillinge? Ja, aber ich finde nicht gut, was Sie tun. Machen Sie sich Sorgen? Natürlich. Ich weiß nie, ob sie sich oder jemand anderen verletzen. Das ist mein natürlicher Mutterinstinkt. Python 2 hat als einziger der Familie einen Job, halbtags in einer Pizzeria.
Er lebt mit seiner Frau und dem gemeinsamen Baby in einem der Zimmer. Wie habt ihr euch kennengelernt? Am Kiosk. Er hat mich dort angesprochen. So hat alles begonnen. Wann habt ihr geheiratet?